Bist jetzt tot? Ja, bist du zu schlecht dafür? Hm? Oh Mann, ich brauche gleich echt noch mal was essen. Oh, falsch, die war schon, glaube ich, tot. Ja, die war tot. Wo war denn jetzt die andere? Wo verbirgt die sich? Wahrscheinlich kommt jetzt gleich rechts von mir aus dem Gras hoch und ich bin tot. Ja, oder links. Tja, ist jetzt eh. So, alter Wachtum. Okay, jetzt wird es auch plötzlich wieder dunkel. Wahrscheinlich fängt es auch direkt wieder an zu regnen. Total, ja, sehr viel Sinn. Okay. Oh, es klappt, wo bin ich? Aha. Ladebildschirm. Nein, ich bin wieder zurück. Lass mich zurück. Nein. Ja, zum Glück. Also ich muss einmal bei beiden gewesen sein, um sie zu aktivieren und dann kann ich einfach mir 20 Meter sparen und dafür habe ich einen tollen Ladebildschirm. Naja, was soll's, ich bin jetzt wieder hier in der Fischerhütte. Also jetzt und du bist eine Fischerfrau. Kann ich hier was ausrauben? Stumpfes Messer, aber nicht. Mich ins Bett legen will ich nicht. Keine Zeit für Fremde. Okay, keine Zeit für Fremde, kein Problem. So unhöflich. Ist es hier Brot? Nein, ich will mich nicht auf den Stuhl. Ah, ich stehe auf. Ja, hier gibt es noch weniger. Die sind ja richtig reich hier unten. Du bist noch die keine Zeit für Fremde, oder? Hallo. Oh, nee, mit dir kann ich reden. Du bist nicht von hier. Nein, bin ich Nein, ich nicht. bin von Fischir. Fischir? Ich wäre gerne auf Fischir. Dann wäre der Krieg weit fort und ich hätte nicht solche Sorgen. Auf Fischir wärst du jetzt tot. Tot? Warum? Die Paladine von Robert dem Dritten haben die Insel angegriffen. Jeden Mann und jede Frau getötet. Wie furchtbar. Der verfluchte Krieg. Er bringt nur Sorgen und Leid. Was hast du für Sorgen? Was hast du für Sorgen? Alle unsere Boote sind weg. Jetzt können unsere Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren, um zu fischen. Und wir haben kaum etwas zu essen. Warum kauft ihr euch keine neuen Boote? Durch den Krieg ist alles teurer geworden. Wir können uns keine neuen Boote leisten. Hier gibt es doch jede Menge Bäume. Fällt ein paar und baut euch neue Boote. Unsere Männer sind Fischer, keine Bootsbauer. Sie können kein Boot bauen, das den Seegang draußen auf dem Meer übersteht. Ah, es fängt an zu regnen, passend, und da oben sind doch überhaupt keine Holzfäller, die den helfen können und Holz fällen können. Und ja, nee, ich benutze es jetzt nicht. Ich gehe hoch, geht glaube ich etwas schneller. Ach, was weiß ich, benutze doch. Geht glaube ich doch noch was schneller. Also, zack, durchs Portal. Hui, ich kann fliegen. Ladebildschirm, 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 lade, 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 Ladebildschirm, Ladebildschirm, lade, lade, Ladebildschirm. Und jetzt bin ich da. 3, 2, 1, oh, passt doch noch. Toll. Ich hätte noch rechts gehen sollen. Da hinten ist ein Turm. Ah. Das heißt, ich halte mich jetzt mal gerade aus hier auf diesem Weg. Wahrscheinlich ist das rechts, okay. Und dann komme ich da hinten vorbei. Wahrscheinlich sind hier noch ein paar tolle Blutfliegen, mit denen ich kämpfen darf. Yay. Yeah. Sag ich doch, hey, ich kann in die Zukunft schauen. So, zack und so, so, so und so. Noch ein Schlag und noch ein Schlag daneben. So und dann zoom, zack und boom und yay und zack. Und habe ich die nächste geweckt und... Ja, ich werde überhaupt nicht aus der Ferne angegriffen. Wow, ich habe die besten Chancen. Und rollen nochmal und schlagen. Nochmal zur Seite rollen, total unnötig. Und nochmal so, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich drauf schlage. Und es ist einfach hopp, 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 hopp. Nochmal zur Seite, nochmal zur Seite. So, jetzt hat sie mich trotzdem getroffen. So, und jetzt einfach mal kurz alles nehmen. Du da hinten hältst dein Maul. Zickzack laufen, zack springen, rollen, schlagen. Seite rollen, nochmal schlagen, nochmal schlagen, nochmal nach rechts rollen, von hinten schlagen und töten. Alter, ich bin so gut.
Boah, ich dachte gerade, das wären die nächsten, Alter, da wäre ich ausgetickt. So, da, links lang, okay. Eine leere Kiste, die halb in der Erde drin ist. Hier, daraus können die sich doch ein Boot bauen. Kann sich jemand draufsetzen da? Und sich dann ins Wasser setzen und dann hoffen, dass irgendwie ein Fisch noch dazu springt. Keine Ahnung. Da war nicht gerade noch eine Fliege oder sowas. Doch, das sind welche hier. Ja. Jetzt gehe ich einfach mal da hoch. Da sollte ich eh so ein Typ treffen. Ich habe, glaube ich. Oh, ich habe ein paar angelockt. Aber wahrscheinlich, wenn da oben doch eh ein Typ drin ist, der wird mir dann wahrscheinlich helfen. Wenn nicht, habe ich eben 8-6 Stück hinten an mir dranhängen. Oh. Hey, 7-8. Damit weiß ich schon mal gut. Komm, helf mir doch. Hallo. Kriegst du nicht mit, dass in deinem Haus böse Viecher sind? Naja, was soll's. Ich versuche das einfach mal. Ja, gut ist wenigstens hier, dass man nicht andere einfach so töten kann und somit sozusagen sich selbst das Spiel behaut, weil dann die Hauptfiguren tot sind. Oder wenn man sie jetzt in der Nähe angreift, dass die dich dann plötzlich angreifen. Alter, was ist das für ein Goblin? So, komm. Noch ein Hit. Bam. Oh, ich bin fast tot. Ach, ich habe noch Hit. Man hat mich wahrscheinlich nur vergiftet, dieses scheiß Blutflieg. So, in your face. Bam, boom. Oh, Alter, bin ich gut. So, noch was Gold aufgehoben. Jetzt kann ich mit der Blabber. Ich hoffe, du hast das zu essen für mich. Oder habe ich noch selber was? Ausrüstung, sonstiges, essbares. Ja. Handbandagen. Die sind mal cool. Die leg ich mir auf 6 und hier, das leg ich mir auf 7. 7. 7. 7. Ja, egal. Ich klappe erstmal mit dir. Hallo, wie geht's? Bist du Rauter? Hast du verdammt nochmal recht. Ich bin Rauter. Ich bin Rauter. Ich hab gehört, du hast einen Plan, was du gegen Räuber. Ich hab gehört, du hast einen Plan, was man gegen die Räuber tun könnte. Verrätst du ihn mir? Klar. Hör zu. Wenn die Räuber einfach nur Räuber wären, würde ich sie abschlachten, keine Frage. Aber da sind ja auch Freunde dabei und die kann ich nicht einfach abschlachten. Aber ich? Richtig. Du hast Freunde unter den Räubern? Ja, verflucht. Lorn und die anderen Fischer, die haben sich Dartan und seinen Spießgesellen angeschlossen, weil Murdra ihre Boote verkauft hat. Als sie im Krieg waren, die armen Hunde. Warum hat Murdra die Boote verkauft? Weiß ich auch nicht so genau. Ich war ja nicht da, richtig? Dann soll Murdra den Fischern doch einfach das Gold geben, das sie für die Boote bekommen hat. Vielleicht wird sie das ja. Aber als Lorn aus dem Krieg zurückgekommen ist und gehört hat, was Murdra gemacht hat, war er stinksauer und hat ihr das Holzbein geklaut. Das Holzbein? Welches Holzbein? Das Holzbein von Belgor, Murdras verstorbenem Mann. Murdra liegt viel an dem verdammten Bein. Ein Geschenk vom König. Ein Andenken. Was weiß ich. Frauen. Ist ja auch egal. Die beiden reden nicht mehr miteinander. Richtig? Und was ist dein Plan? Lorn muss Murdra das Holzbein zurückbringen und Murdra den Fischern das Gold für die Boote geben. Dann ist alles in Butter. Die Fischer gehen wieder fischen und ich kann endlich die verdammten Räuber abschlachten. Kein Problem. Dann red doch mit Lorn. Das habe ich ja gerade gemacht, aber er vertraut mir nicht. Verfluchte Scheiße. Weil ich in der gespaltenen Jungfrau wohne bei Murdra. Ah, soll ich mal mit soll Lorn? Soll ich mal mit Lorn reden? Ja, warum nicht? Red du mal mit Lorn. Du bist neu hier. Neutral. Richtig. Wo ist er? Da oben auf dem alten Wachturm trauert seinen Booten nach und starrt auf die verdammte See. Ende. Ja, oben auf dem Wachturm. Ich glaube, ich bin ja direkt am Wachturm. Das heißt, ich gehe jetzt mal hoch. Ja, da ist tatsächlich einer. Hallo. Sollte den ich auch sehen. Du bist neu hier? Naja. Ja, warum? Dann steckst du vielleicht noch nicht unter einer Decke mit Murdra. Nein. Du hilfst einem verzweifelten Fischer.
Was soll ich für dich tun? Ich habe ein Holzbein verloren. Klingt bescheuert, ich weiß, aber ich war damals stinksauer und ziemlich besoffen. Kannst du es für mich suchen? Warum suchst du es nicht selbst? Die Goblins werden immer frecher. Ich bin ein Fischer, kein Kämpfer. Du aber siehst aus, als könntest du mit einer Waffe gut umgehen. Du hast auch eine Waffe auf dem Rücken. Naja, Reuter hat mir vom Holzbein erzählt. Er meinte, es sei das Holzbein von Mordras. Reuter hat mir von dem Holzbein erzählt. Er meinte, es sei das Holzbein von Mordras totem Mann. Ja, das stimmt. Ich habe es Murdra geklaut, um mich an ihr zu rächen. Jetzt willst du das Holzbein zurückgeben? Ich will es eintauschen. Gegen Gold? Murdra mag an Belgors Bein hängen, aber glaub mir, noch mehr hängt sie an ihrem Gold. Ich denke an etwas anderes, etwas, an dem sie nicht ganz so sehr hängt. An was denkst du dabei? Hey, ich kenne dich ja kaum. Besorg mir das Holzbein, dann verrate ich dir mehr. Okay, ich hole das Holzbein, ich such das Holzbein für dich. Wo ist es denn? Hast du wenigstens ein paar Hinweise, die mir bei der Suche helfen? Es liegt irgendwo auf dem Hügel im Osten von hier, im Eberstein. Nach Rauch und Goblin-Pisse hat's gestunken, das weiß ich noch. Und in der Ferne war der alte Wachturm hier zu sehen. Dann gehe ich mal nach dem Holzbein suchen. Bleibst du hier? Nein, ich gehe zu meiner Hütte am Strand. Du findest mich dort. Ah, okay, da war ich wahrscheinlich eben schon. Das heißt, ich muss jetzt in eine Höhle gehen, wo es nach Goblin-Pisse stinkt. Sein Holzbein finden, dann muss ich jetzt hier weiterlaufen, aber hinten in die Hütte reingehen, dann muss ich nach Osten, Nion, das heißt in diese Richtung. Oh, nicht du verkackte Blutfliege schon wieder. Zaboom. Oh. Zaboom. Oh, verkehrt. Zaboom. Zaboom. Alter, wieso treffe ich nicht? Zack, zack, zack. Okay, so geht's auch. Also, jetzt gehe ich nach da. So, spreche mit dem Typ und hole das hässliche Holzbein und bringe es dem Typen wieder. Oh, irgendwann, irgendwie kriege ich irgendwann Schmerzen. Was die Gags? Ja, schaut mich ruhig an. Was willst du denn hier? Ich will auf einem Bein hüpfen, mich dabei drehen und rufen, ich bin blöd, was sollte ich sonst hier wollen? Oh, direkt noch Bodycross. Ich hab gehört, ihr habt Met. Schau an, da ist einer durstig. Glaubst du bekommst, was du willst? Ich hab Gold, gib mir einfach zwei Fässchen Mehl und dein Kiefer bleibt heil. Oh, gib das hört sich toll. Zwei Fässchen Met und dein Kiefer bleibt heil. Hey Jungs, kommt mal rüber! Die sind doch schon da. Bist du blind? Okay, das heißt, ich... Ja, wieso? Ich dachte, du solltest... Die würden alle gegen mich kämpfen. Wieso gehörst du dann mir? Hallo, guck mal, ich verblute gerade. Ihr könnt mich doch nicht einfach so angreifen. Wow! Alter, chill mal eure Seele. Was passiert, ist nicht Dreidruck. Vielleicht kann ich ja die Zauber benutzen. Geile Sache. Fehlt mir irgendwie kaum was ab. Oh, Levelausstieg. Oh, das kam gerade so perfekt. Genug. Her mit dem Met. Hier, nimm. Mir ist der Durst vergangen. Ja, dann. Ende. Cool, jetzt habe ich Met. Und jetzt gehe ich mir einfach weiter hier auf den Hügel. Vielleicht finde ich dann dieses alte verrostete Holz bei. Ja, Holz verrostet. Ah, ja, komm, du verkackte Wildsau. Komm. Ich schneide dich in vier. Ich werde dich vier teilen. So, und... So, vielen Dank. Ich folge einfach mal dem Weg. Ich glaube, da mache ich nicht so viel falsch. Und wieso sollte er das Holzbein außerhalb vom Weg liegen lassen? In irgendeiner Höhle oder so, meinte der. Ja, und das hier sieht sehr nach Höhle aus. Stufenaufstieg bin ich aber erstmal. Wie ging das MKK? Genau. Kampfgeist, Präzision. Präzision, die mag ich jetzt. Ich mache viel mit dem Bogen. Und was noch? Disziplin, Kampfgeist. Ja, komm, Kampfgeist, YOLO. Speichern. So, dann habe ich jetzt auch schon... Achso, reicht schon. Ich